Howdy, Freunde. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, daneben sitzt unser Förster Benny. Wir spielen heute Siren Head Resurrection für euch. Und wir starten ein neues Game. So, unser Bruder ist weg. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen Hühner machen, weil dicker Nebel kommt. Wir müssen schnell interagieren. The dick Fox. It's been giving me the creeps. Martha Fokker. I'll just check on Jack and get out before it gets dark. I really don't enjoy walking around these woods. So, die Grafik sieht eigentlich ganz schön aus. Ja. Kennst du Benny? Du hast ja schon mal einen Siren Head Titel gespielt. Ja, aber das sah anders aus. Es ist ein bisschen anders aus, ja. Also es ist halt auch Fanmade, glaube ich. You can sprint by holding the left shift or sneak by pressing control. Wir können so ja sneaken. Sneak? Dann wird's ja so ein bisschen dunkel. So, haben wir hier in dem Sportwagen irgendwas drin? Alter, liegen fette Steine auf dem Parkplatz rum. Was ist denn los hier? So, haben wir hier irgendwie noch ein bisschen Schmuggelware? Nee. Hallo? So, wir haben auch einen Körper, was ich ja nicht mal so schlecht finde. So. Welcome! Ein ATM. Sollst du zu essen bestellen? Da drin war doch, hier, guck mal, ein paar Burger. Ich würde gerne tatsächlich. Haben wir eine Lampe? Open. Okay, wir können uns lehnen, nach links und rechts. So. Okay. Mann, ist hier die Zubank. Wenn Burger essen hier. Hallo? Ja, ist mein Mülleimer, Young. Ist das eklig, Alter. Oh, guck mal. Oh, nee, doch. You can reach in rock. Ah, schön. Oh, guck mal hier. Haben sie schön gemacht. Sieht gut aus. Schöne Tikenmöbel. Na gut, dann wollen wir hier mal jemanden in den Park rennen, oder was? Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, oder? Silent Valley. Park is closed for dusk in dawn. Okay. Dusk to dawn, meine ich. Oh, hier, guck mal. Wir sind hier. Alter, das ist ganz schön groß. Oh ja. Wo müssen wir denn hin? Okay. Oh Gott. Die Sägemühle. Die Greenstone Cave. Ach du Schande, Alter. Der Silent Lake. Okay. Oh, warte mal. Hier ist die Ranger Station. Ranger Station. Dave hat auch den sensationell guten Tipp. Jeder Ort mit Silent im Namen ist ein guter Urlaubsort, habe ich gehört. Absolut. Ja, freut mich, wenn der Nebel kommt. Schön. Oh, guck mal, da hinten ist jemand erstmal zur Ranger Station. Sag mal, Ranger Station. Ranger. Kann nicht so schwer sein. Zur Ranger Station. Das ist schön. So. Die Gastheniker hier. Check your journal. Ja, wie? Ah. Was? Ah, okay. There was nobody in the office, but a car was parked nearby. I should get into the cabin and try to find out what happened. Ja, das ist ein guter Plan erstmal. Jo. Na dann. Vielleicht finden wir ja da sowas wie eine Waffe. Also ich weiß nicht warum, aber vielleicht. Locked. Locked. Some objects can be investigated or collected, other can be grabbed and moved. Okay. Können wir irgendwas mit den Steinen machen? Können wir da. Warte mal. Schön. Ist mal schön mit dem Fuchsschwanz hier. Put it back. Okay. Nee, wir können es nur backputten. You can drop the item by pressing left mouse. Or throw it by pressing. Moment. Okay, schade, geht nicht. Warte mal. Ja! Nee, geht nicht. Kann ich einen Stein nehmen? Nee, schade. So, was haben wir denn da? Was? Na komm, Sache. Nee, stell mal richtig hin. Wie hat die sagen will? Sache doch! Sag den Spruch! Wann ist denn eine Ports? So, okay, gut, Zange können wir auch nehmen. Schön, Hammer. Kann ich mit dem Hammer. Ach Mann, ich kann das alle bloß angucken, ne? Ja. Kann nichts damit machen. Hä? Erstmal wie so ein Idiot, erstmal so in die Scheibe dran. So, hallo? Nee, hallo? Ist jemand da? Hallo? So, warte mal, kann man hier irgendwas nehmen? Nee. Was? Wo kam denn der jetzt her? Hallo? Ja, wir haben erstmal einen Haufen Steine bei. Cool. Ja, probier doch mal mit den Steinen. Ihr Penner! Oh, okay, es hat wirklich funktioniert. Das ist ja interessant. Manipulate. Na denn, manipulate mal los. Kannst du hüpfen? Mann. Okay, schade. Doch, kann ich. Doch, kannst du, okay. Ich stoß mir doch in den Kopf. Warte mal, ich geh mal hinten ran. Lal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 a. Aber der kann ja auch nicht. Wie so ein Idiot in so einen Park gekommen und erstmal. Was? Erstmal alles kaputt machen. Ich hab mich gerade total erschrocken, als wenn hier irgendwas hinter mir war.
Grab. Ja, gut. Aber wir kommen immer noch nicht drin. Oh, Sicherheitsglas. Okay. Nee, wir brauchen den Schlüssel. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden. So, hier ist noch so mal ein Klumplatsch. Ah, ey, Melly. Mega. Ja, geil. Okay, krass. We got a key. Put it back. Pack mal jetzt hier zurück. All collected items are stored in the inventory. Guten Hunger, 257. Mahlzeit. Okay, was haben wir hier? Was ist denn das? Taschenlampe? Bärenspray? Oh Gott, was? Bärenspray? Wir können es mitnehmen? Ja. Okay. Hoppala. Ein Sprüherchen gemacht hier. So, was ach du, oh, okay, alles klar, was haben wir denn hier alles? Alter, ist ja. Hallo, das nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen. Was ist das? Das ist eine Waffe. Oder? Ein Magazin, eine Kerze. Müssen wir hier eine Seance machen? Oh nein, er nimmt's nicht. Wollen wir keine Waffe haben oder was? Oh nein. Kannst du ja nicht. Komm hier, genau. Nee. Ducken, deppeln und drippeln. So. Was ist das? Noch eine Taschenlampe. Eine andere Taschenlampe. Ich sehe nichts. Er ist recht duster, ne? Ja. So, pass auf, warte mal. Tada! Jetzt der Flashlight. Okay, hier können wir irgendwas benutzen. Wahrscheinlich eine Disk oder so. Ach, so ein Speichermedium. Ja. So, hier, USB-Stick-mäßig. Das sieht eher aus wie ein Textmarker. Ein sehr ecker Textmarker. Stimmt auch wieder. Pull it back. I better check the battery. Auch die Bohrmaschine, die da... Charge Battery. Okay. Die Bohrmaschine. Ja, da rechts sieht gut, Alter, aus. Das ist ein Akkuschrauber, sieht man doch. Oh, Alter, guck mal. Oha. Oh. Okay, also man kann schon... Oh, ach, schön. Wieder mehrere Stufen. Okay, was ist hier los? Wir sind hier unten. Wo unter... Was ist gelb? Was ist grün? Warum ist er blau? Und wieso sind es drei? Da ist das Camp. Irgendwas rotet ist da und irgendwas ist weggeixt. Ach du meine Nase, Alter. Esk Serden. Oder, nee, Sean. Sidden. Esk Sidden. Le Mucha Alme. So. Messer. Ja, kann man nicht nehmen. Ist das ein Schneidebrett, Alter? Man kann ja wirklich alles nehmen. Kann ich den Apfel nehmen? Ja, den kann man nehmen. Oh, was haben wir hier noch? Ein paar Nüsse? Also, was ist denn das? Ein Keks? Schön, nehmen wir mit. Und ein Brötchen. Nehmen wir auch mit. Wunderbar. Na, bitte, läuft doch. Oh, puh. Oh, Flashlight. Ah, hallo! Oh, warte mal. Ja, ist wichtig, auch hier, ne? Siehst du, wenn Chili-Tag war, dann brauchst du die Maske auf jeden Fall. So, es mit dem Magazin ärgert mich etwas. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht findest du noch Butter und Nutella. Oh, warte mal, was ist denn noch an der Wand da? Da war ja auch noch was Schönes. Wow. Ich weiß nicht. Schön. So, ja, ist doch so mal eine Tasse, Alter. Ah, guten Morgen. Ah, so, weg damit. Unterm Tisch, da war eine Seife. Ach nee, da war ein Safe. Eine Seife, sag ich schon. Unterm Tisch war ein Safe. Wo ist ein Safe? Nee, doch nicht. Okay, Melly sagt nee. Aber auf dem Bett lag noch eine Notiz. Ist eine Notice. Ach hey, warte mal. Oh Gott. Take, warte mal, ich guck mal, ob man es eventuell... Schon interessant. So, Inventory. Können wir das irgendwie... Ich würde es gerne... Okay. If you're reading this, kann ich... Achso, kannst du nicht inspecten? Ja, was ist denn Inspect F? Ah. Und jetzt kannst du aber bestimmt sagen, toggle plain text. Ach, komm. Machen wir ein bisschen authentisch hier. Okay. If you're reading this, do not try to follow me. Get out as soon as possible. The radio is useless.
Something is messing with the frequencies. I don't know if I can trust my own senses. I saw that thing. It's horrifying. I think I lost my mind. Those divers went missing and I worry. Was ist denn das für ein Geräusch? Was machst du da? Trinkst du da Red Bull? Nee, ich trinke gerade, ja, also ich trinke was, aber ich trinke keinen Red Bull. Ich trinke Apfelschorle. Das klingt wie, als hättest du die Büchse direkt an dem Mikro gerade aufgehört. Mach doch. Ja, ich habe vergessen, mich zu muten. Sorry dafür. Those divers went missing and I worry that something bad has happening. It's somehow connected with the caves here. I think I heard the echoes of one of them in the distance. I hope I won't be late. Boah, Sinistra Donna. Hallo, ich wohne gerne und hier bitte raus. Dankeschön. Okay, also die Höhlen. Die Höhlen sind anscheinend das, wo der richtige Shit hier abgeht. Konnten wir denn jetzt irgendwas mit dem Computer machen? Nee, da brauchten wir tatsächlich Batteries. Vielleicht müssen wir hier in der Nähe irgendwo noch eine Batterie finden. Ich weiß zwar nicht, wie wir denn das Ding hier anschalten, aber gut. Oh, Alter. Können wir an dem Auto die Motorhaube aufmachen und die Autobatterie rausnehmen, um diese zu nutzen? Schöne Idee, Benny. Gefällt mir. Nein, können wir nicht. Scheiße. War eine gute Idee. War eine gute Idee, Benny. Muss man sagen. Gefällt mir. Oh Mann. Warum können wir damit mit dem Auto nicht interagieren? Das ist doch. Nee, das ist doch scheiße. Ja. Haben wir denn eine Karte? Haben wir eine Map? Nee. Haben wir denn noch irgendwas rechts da, wo du dein ganzes Werkzeug hattest? Nur Hammer, Fuchsschwanz und hier drunter haben wir. Oh. Ah! Schau mal! Batterie! Warum? Ich frag nicht, warum sie. Okay, ist mir egal. Aber Charging kann ja jetzt nicht. Warte mal. Das ist ja Quatsch irgendwie. Gibt's irgendwo draußen noch einen Generator, wo wir die Batterie mit. Befüttern können oder so, keine Ahnung. Nur hier ein bisschen hier Wasser für Kakao und AA. Hier ist nichts. Jetzt könnte man hier hinten noch mal ein bisschen schauen. Also hier irgendwo. Backland, aber das ist schon relativ weit weg. Warum? Hört sich so an, als wenn wir im Wasser sind. Aber drinnen wird es keinen Generator geben, oder doch? Nee, ne? Also macht keinen Sinn. Weil so ein Generator ist ja auch extrem laut eigentlich. Naja. Auf Klo? Möglich ist alles hier. Was war denn das eigentlich über dem Bett? Vor allen Dingen, was ist das da rechts? Nee, warte, jetzt. Das ist der Stromzähler. aber bei der Küche rechts unten. Nochmal eine Batterie. Why? Standard 12 Volt K-Batterien. It's full charge and really heavy. Okay. Achso, mit der können wir jetzt was machen. Was können wir denn machen? Ich weiß nicht, also sie wurde uns jetzt so als interagierbar angezeigt. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, guck mal. Use Item? Nee, achso, nicht. Können wir jetzt in Reihe schalten. Jetzt brauchen wir bloß noch Kabel. Ja, wir brauchen Kabel. Okay. So, können wir jetzt hier nicht einfach sagen, mach mal ein Funkgerät kaputt, wenn es eh nicht funktioniert. Das ist das allerletzte, was man kaputt machen sollte, so irgendwo das, am Arsch. Das Funkgerät leuchtet auf einmal, warum leuchtet das? Ich hoffe ja. Oder hat das vorher auch schon so geleuchtet? Das weiße Display? Möchte ich nicht beschwören, aber kann sein. Kann sein. Kannst du jetzt mit dem Laptop interagieren? Ja. Hä? Was? Okay. Warum? Okay, Radio Station ist off. Signal ist low. Antenne ist disconnected. Vielleicht sollen wir auch einfach nur Hilfe rufen. Oh. Aber wie kriegen wir denn die Antenne wieder? Factory is abandoned. Factory is under reconstruction. Reconstruction work will begin in 3 months. Until then, it will be totally abandoned. But some materials and machines are already there. Okay, cool. Können wir hin und uns was holen. I was asked to check the area once in a while. Vielleicht ist da unser Bruder hin. Ja, okay, alle klar. Also wir haben jetzt Bären, Wölfe... Bienen! Haben wir einen Keller? Nee, oh Gott! Wir haben wirklich einen Keller. Also, so wie so eine Art Durchgang da unten. Wobei, da ist ja der Ofen drauf, ne? Weil der Ofen da drauf ist, ja.
Ich glaube, das sollte uns jetzt einfach nur helfen, damit wir den Laptop aktivieren. Na gut. Okay, let's do it. Ich würde mal das Bärenspray einfach mal so nur in die Hand nehmen. So vorsichtshalber. Genau, können wir irgendwie safen oder irgendwas? Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich irgendwo safen könnte. Narrow Creek Forest. Oh Gott. Das, okay. Also, sieht aber schön aus, ne? Aber wo ist der Stromzähler hin? Ich hab keine Ahnung. Melli, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Also, auf jeden Fall quäkt er jetzt nicht rum, dass wir nochmal zur Hütte müssen. Achso, okay. Das war jetzt aber nur... Das ist nur die, genau. Bienen. Da oben ist der Bienenstock anscheinend. Oh. Ich weiß nicht, ob wir... Sollen wir da so nah rangehen an den Bienenstock? Nee. Würde ich nicht tun wollen. Tatsächlich. Ah, Fliegenpilze. Die kann man bestimmt essen. Ich hab so einen Hunger. Komm, die essen wir jetzt. Ach, guck mal, wir können sie so attacken. Take mal so. Hallo? Ja. Oh, Kutschi. Gott, der hat mich jetzt gerade komplett erschrocken. Nächstes Mal kriegt er einen mit Bärenspray. So nicht. Oh. Nö. Schon wieder. So, ich bin aber auch der Meinung, dass wir das Camp jetzt schon nicht mehr irgendwie... Jetzt, Alter, was ist denn los? Springen die direkt um uns rum? Ich finde auch, das ist eine gute Idee, einfach mal ein paar Pilze essen. Das kann man doch mal machen. Ja, klar. Ihr liebe Kinder, also, liebe Kinder ab 18, keine Fliegenpilze essen. Esst einfach keine Pilze, die ihr nicht kennt im Wald. Ja, richtig. Das endet schlimm. Warte mal, ist da ein Haus in der Ecke da hinten? Also das war durchgeschimmert durch die so Baumspitzen. Dach, ne? Ja. Hui. Spring mal rüber. Eine unheimliche Hütte. Wir gehen mal hin. Ja. Klar. Ja, das Schlimme an der Sache ist ja, eigentlich, wir wissen ja, das ist jetzt nicht einfach nur, wir laufen lustig durch den Waldspiel. Oh. Nee. What? Achso, das ist nur ein Vogel, wa? Arschlochvogel. Ich glaube, Spinne. Hallo? Hello, Sir! Old House. So alte, verlassene Häuser im Wald. Immer eine gute Idee, sich da mal umzuschauen. Ja, na, wer glaubt schon an die Hexe von Blair, ne? Klapp! Check das nach dem Video mal aus. Open. So. Nimm meine gesunde Hand! Ach du Scheiße. Oh Gott, du kommst auch noch rein. Ich dachte, das ist einfach nur zu. Hallo? Das klingt schon mal sehr schön irgendwie, dass man hier auch wirklich mal so einen Flutscheinwerfer anmachen kann. Vorsicht hier. Okay. Das Einzige, was noch gut ist, ist die Uhr. Tatsächlich. Journal wurde geupdatet. Oh nee, lass mir jetzt müssen wir die Zeiger dazu finden. Broken old clocks inside an old house. I found a broken old clock inside an old house. Ist exakt nochmal das gleiche. It did not fit to the rest in the house. There was a small drawer in the bottom, but I couldn't find any obvious way to open it. Ja, denn gegentreten, keine Ahnung. Also unten gibt's anscheinend irgendwas, was wir öffnen können. Ach schade, kann keinen Stein werfen. So, oh, warte mal, was haben wir hier? Oh, eine Kiste. Oh Mann, du, wir sie haben. Okay, die können wir jetzt nehmen. Sollte ich die jetzt irgendwo hinlegen, damit ich rüberlaufen kann? Vielleicht? Maybe? So. Gute Idee. Die Musik wird auch so ein bisschen nicht mehr so lebensbejahend. Hallo? Ah, schöner Beitelhammer. Oh, hallo. Oh Mann, warum können wir denn die Truhen nicht öffnen? Was? Ja, schön. So ein Beitelhammer, Alter. Bringt mir jetzt auch nichts hier. Eine schöne Werkbank. Schöner Ausblick hier für die Werkbank. Hier würde ich auch gerne mal buttern und schindeln. Oh, was haben wir hier? Ein Kandelaber. Und eine Kerze. Können wir die kombinieren? Ich würde sagen... Vielleicht. Aber die Frage ist, wo sollen wir sie hinstellen?
Auf den Schaukelstuhl. Auf den Schaukelstuhl. Hör auf, Alter. Den können wir auch grabben. Warte mal, ich schmeiß mal eins kurz da hin. Und dann grabben wir uns mal den Sack. Das da auf dem Holz so... Ja, rede mit mir. Ja, guck mal nochmal nach links so ein bisschen. Also auf dem Boden, weiter links. Neben dem Schrank. Kratzer? Das genau die meinte ich. Mir fiel gerade Kratzer nicht ein. schön, Benni. Schön. Ja, das ist doch auf jeden Fall. Das ist doch was. Aber was machen wir jetzt? Noch eine Kerze? Ist es nicht die Kerze, die du eh die ganze Zeit hast fallen lassen? Nee, die ist da vorne. Achso. Ah, stimmt. Ich sammle erstmal alles in der Mitte. So, ja, tatsächlich ist jetzt. Hier sollten wir mal gucken. Also, das muss doch irgendwie. Aha, wir haben ja ekelhafte Hände, Alter. Ja, okay, schön. So, was haben wir jetzt einen Altar gebaut? Wollen wir jetzt das jetzt hier hinstellen? So schön. Nee, macht er nicht. Schade. Okay, soll ich erstmal nochmal raus und was anderes mir angucken? Weil das sieht mir jetzt so ein bisschen... Ja, ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht weiter, also... Okay. Ja. Dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich hätte ja eine Karte oder irgend sowas, dass ich mich so ein bisschen orientieren kann. Na, ich gehe mal von aus, dass wir wahrscheinlich irgendwo im Wald, gibt es ja meistens immer so von wegen You are here and geh da lang oder so, keine Ahnung. Da wird es ja wahrscheinlich so ein Informationsdinger geben. Ich sehe... Was ist mit dir, Fuchs? Hau ab! Spinnst du? Fuchs, du hast die ganz gestorben. Was ist mit ihm denn in Ordnung? Okay, also von Füchsen... Sollten wir uns verhalten? Ja, ich muss mal sagen, Füchse sind jetzt nicht so die krassen Gegner irgendwie. Also so ein Bär ist schon heftiger und wir konnten uns jetzt gerade relativ knapp gegen den Fuchs verteidigen. Wo ist denn jetzt hier ein? Hier Steine zu werfen. Naja, ich find total Quatsch, dass der das Fernglas jetzt nicht rausholt. Man kann es doch durch. Weiß doch der Geier. Wenn nicht, gehen wir nochmal weiter erstmal Richtung Camp. Alter, warum bin ich denn so schreckhaft? Der Camp muss ja irgendwo da vorne sein. Das lag ja irgendwo laut der komischen Zeichnung irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Das ist anscheinend hier diese Graswiese, die Grasebene. Okay. Die Grassfields, ne? Ah, guck mal da. Grassfields, ja, okay. Da ist aber so ein... Oh. Du weißt schon, dass das Spiel Siren Head heißt, ne? Ja, warum? Was hörst du da? Gerade nicht so viel. Du hörst nichts? Nee, ich hab den Stream ein bisschen leise. Ich höre hier so eine leierne Sirene. Oh. So, ich renn mal hoch. Nein, Bienen! Warum sind denn jetzt hier Bienen, Alter? Gut. Warum? Ja, ich denke, die wurden weggemacht. Ja. Scheiße. Haben wir eigentlich eine Lebensanzeige irgendwo? Ich guck mal gerade. Poison Mushroom, Letter, Apfel. Sieht erstmal nicht so aus, irgendwie. Entspannen wir uns noch ein bisschen? Geht das noch weg? Denn gehen wir vielleicht nicht zu dem Watchtower, sondern gehen erstmal dran vorbei oder so? Ach Mann, da brauchen wir bestimmt eine Fackel oder irgendwas. Ja, oder so ein... Oh krass, was ist denn nur los? Das Bild hat gerade so total wackelt. Ich würde mich ja noch ein bisschen erholen. Irgendwie muss ich jetzt hier einen Apfel essen oder was? Vielleicht. Oder so ein Pilz. Eat. Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wieso wirklich, wa? Nee. Okay, also wir sind schon echt am Arsch. Wir sind schon auf Füchse und auf Bienen gestoßen. Ich mal uns nicht große Überlebenschancen aus, Freunde. Ich sag, wie es ist. Das würde nicht gut für uns ausgehen. Unsere To-Do ist doch jetzt erstmal Richtung Camp zu kommen, oder nicht? Ja, dann müsste ich zurücklaufen irgendwie. Also das, nee, oder, also... Nee, entweder muss man da hoch. Kann auch sein, dass das Camp oben auf dem Berg ist.
Ach so. Ja, nach oben kann es eigentlich, nee, denn eigentlich müsste der andere Weg sein, weil das Camp lag ja irgendwo am Wasser. Ja, du musst eigentlich vom Stein rechts rum. Links rum geht's zwar auch, aber da kommst du irgendwo anders hin. Hörst du das? Ist das ein Radio? Nee. Okay. Oh ja, doch, jetzt höre ich. Funkgerät. Aber was können wir da... Also, ja. Hallo? The radio is active, even if you don't hold in your hand. Okay. Kann ich jetzt? Channel 9. Okay, weggeschaltet. Benzin. Entzünden. Oh, oh. Achso. Ach, schade. Jetzt werden wir wahrscheinlich bloß wieder angucken können. Deuce. Was heißt denn Deuce? Ausmachen oder was? Ja. Okay. Okay. Austreten wahrscheinlich oder so. Verlängerungskabel. Steckdosenleisten. Was für eine Scheiße. Ja, da habe ich auch immer beim Zelten. So, was haben wir da? Was haben wir da? Was ist das hier? Eine Brotbox oder was? Das ist ja geil. Okay. Ah, da ist noch eine Notiz. Eine Notice? Hier ist eine Notice. Noch mal ganz kurz hier. Das Licht ist ja wirklich ein bisschen humpelig. So, und Inspect. First day of the expedition. We visit a local ranger and ask some things about the area. He looks okay. And we end up spending some time with him. Na, da bin ich doch dankbar. Oh nein, man kann weiterschalten. We chose the camp above the lake. As our main camp, Frank did bring all the equipment on place so we can start tomorrow morning. Trevor wanted to look in the other case while Frank and I check the equipment. After Trevor returned, we decided to start in a cave by the lake. I took some pictures of the painting on the cave's wall. They look really simple and grotesque. Unfortunately, I dropped the camera into the water. I let it dry, but all the least the cards should be okay. First dive. Me and Frank are going while Trevor will be processing the data. The shaft seems a little narrow. I found a strange looking figurine underwater. It reminds me of the drawing my grandmother Tabitha had in her books. The shaft was blocked. I cut my legs on my way back. On my way back and the shaft started to collapse. When I got to the surface, Frank was still under the water. He probably got stuck and Trevor quickly pulled him out by a rope. Frank is behaving a little strange. He said that he hears someone under the water. I hope it's not a decompression sickness. I gave him some medicine. Last night I heard Frank sneaking out of his tent and keep walking around it while talking to himself. This morning I discussed with Trevor whether we should continue to expedition. Frank started to act a little aggressive, so I gave him some sedatives and called him down. Trevor is going to the North Cave with me to check the passage from the other side. Oh, okay, alle klar. Drei gehen runter, alle kommen raus. Einer ist ein bisschen komisch drauf danach. Okay, also er hat irgendwie die Kamera fallen lassen und die Daten waren, wie ich das jetzt verstanden habe, noch okay? Oder habe ich mich jetzt verlesen? Nö. Finden wir die Daten hier irgendwo? Ja, aber ja. Ach so, nee, die liegt im Rangerhaus, ne? Ja. Ja, gerade. Oh. Also wirklich. Die Steuerung scheint gut zu sein. Es ist für mich nicht erklärbar, wie man sich jetzt quasi das Fernglas nimmt. Grab. So, weil jetzt ist es mit linker Maustaste irgendwie. Okay, aber das scheint dieses Lake. Silent Lake-Ding zu sein? Das ist der Silent Lake, ja. Wollen wir da mal hin, Benny? Können wir gerne machen, aber nicht, genau, ich wollte gerade sagen, über den Pfad, nicht über die Berge. Ja. Ich weiß nicht, sollte mal mitnehmen, das Benzin? Aber wohin? Wir lassen es mal erstmal da, ne? Also wir wissen ja, wo es denn ist. Genau. Let's go back. Let's get Trevor the bag.
Wäre jetzt eben nur die Frage, können wir jetzt da schwimmen gehen? Wollen wir hier schwimmen gehen? Nee, ich glaube nicht. Wenn hier jemand unter Wasser jemanden rufen hört? Ja, Mann! Den Sack hier, warum erschreckt mich hier so? Das ist ja fürchterlich. Oh, Arschlochfuchs. Wo ist dein Netze? Da. Verfatz da, Freundchen. Verfatz da. Guck mal, er geht doch weg. Warum war der andere so aggressiv? Hab ich den nicht getan? Na, sag mal. Silenzio Lerke. Schön. Ah. Camp Crystal Lake. Ach, guck mal, und ich hätte mal auch wieder eine neue Karte. Schön. Was? Wie? Ne, ach, da, guck mal. Schön. Genau. Mhm. So. Genau, wir sind hier. Alter, das Ding ist richtig groß, Benny. Das ist wirklich groß. Das wird aufregend. Ja. Okay, und daneben ist quasi, hier drüben ist die Höhle. Ich weiß nicht, ob ich da schon rennen will. Ja, wahrscheinlich müssen wir da rein. Ob ich da schon bereit bin für. Close. Tja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Höhle. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Auch wieder eine Feuerstelle. Ey, wird das hier nochmal Nacht oder was? Oh Gott. Dass wir die Feuerstellen brauchen? Oh, ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, was ist denn hier? Mann! Was sind das für Zeichen da drauf? Das sehr grotesk. Ja, du siehst, wer hier angebetet wird. Ja, der Siren Head. So, was haben wir da? Stifte? Ne, Knicklichter sind das. The Secrets. Mhm. Oh, was haben wir da? Die Kamera. Die nehmen wir mit. Können wir die mitnehmen? Die nehmen wir mit. Und wir haben... Ah, die müssen wir zurücklegen. Okay. Jo, Tauchutensilien können wir nicht mitnehmen anscheinend. Na gut. Okay, warte mal. Können wir uns die Kamera anschauen? Use. Echt jetzt? Ich verstehe auch nicht, warum haben wir dieses Funkgerät gefunden? Also können wir damit irgendwas... Hallo? Versenden, empfangen, I don't know. Ich dachte, du schmeißt jetzt das Ding. Oh, schön weggeschmissen das Ding. Schön, kann man machen. Niente? Niente. Haben wir denn noch was auf dem Steg? Hast du da schon mal drauf? Ich würde mal schauen. Nee, jetzt sieht nicht so aus. Schade. Also ins Wasser geht er auch ums Verrecken nicht. Okay. Weder springen noch irgendwas anderes. So, wir können tatsächlich mal probieren, jetzt nochmal zur Ranger-Station zu gehen und mit der uns die Kamera, quasi die SIM-Karte oder die SD-Karte in die Kamera zu packen. Oh, ja, klar. In der Hoffnung, da was zu sehen. Ja. So, now. Okay, Kamera liegt. Oh, ist gut. Können wir jetzt... Ja, können wir. Ist ein bisschen pixelig hier. Okay. Aber das ist ein anderes Camp. Das ist nicht das... Achso, das ist jetzt hier der Typ. Meinst du? Na, irgendein Typ. Irgendwie Trevor oder... Ja, aber das anderen. Camp ist doch das gleiche, oder? Das mit dem Zelt und so einem ganzen Kram. Nee. Das ist ja... Guck mal, das ist woanders irgendwie. Das andere war ja direkt an der Klippe. Okay. Sarah, ne? Guck mal, hier ist... schreibt mal auf 591. Irgendein Zahlenschloss. 5, warte. Welches Stift? 591. Hab ich. Okay, cool. Das sind die aus der Höhle, ne? Die Malereien. Ja. Kamera kaputt.
Das sind andere Malereien. Ja. Und hier sind wir am Anfang. Da sind wir jetzt, warte mal, also es klang gerade so, als hätte er irgendwas ins Journal irgendwie gekritzelt. Ach so, diese Bild. Photo I downloaded from memory card. There's a strange figure inside box. Aber wo ist diese Box? Wo ist eine Box? Weil du bist beim Inventory. In Journal musst du erst noch rüber switchen. The camera did not contain any additional information. Should keep looking further in the woods. The area around the watchtower and the Greenwood Camp. Ja, und da wo wir jetzt vorhin waren, oder wie? Ja, und das Greenwood Camp haben wir noch nicht gesehen. Wir waren erst am Silent Lake Camp. Ja, aber der Watchtower ist ja da, wo wir vorhin die Bienen hatten. Genau, richtig. That's right. Ich sehe kein Green Camp. Doch, da oben. The Greenwood Camp, ja, genau. Aber da kommen wir doch bloß mit der Alter, entweder riesengroßer Weg außenrum oder mit der Seilbahn. Aber die Seilbahn, ja, mit der Seilbahn nicht. Können wir ja nicht, also müssen wir ja außenrum gehen. Oh, damn, Alter. Na dann. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder, aber vielleicht hat sich ja jetzt was im Haus getan, wo wir vorhin waren. Meinst du? Aber was sollte sich da jetzt verändert haben? Ja, weil die Idee ist ja jetzt dahinter zu sagen, okay, man geht jetzt in die Richtung, um außenrum zu gehen. Ja. Um, ja, ich weiß nicht, vielleicht finden wir da aber noch irgendein anderes Utensil oder was wir jetzt mitnehmen können. Oder wir können unten in die Schublade öffnen hier, wo die Treppe ist. Diese Falltür, weißt du? Okay. Also wir kommen ja eh dran vorbei, von daher. Ja, wir können ja mal kurz nochmal reingucken. Was ist los? Irgendwas watching me in the old house? Was? Wer beobachtet uns hier? Hau ab, Fuchs. Ist der Fuchs, der immer so schreit. Who's watching us? Ja, aber irgendwie, also stand es gerade da, dass irgendwer uns beobachtet, oder? Ja. Aber also er hat es gerade gesagt, ich habe eine Stimme gehört und dann stand das Untertitel da unten. Oh, geh mal, von alleine. Oh, ah! What the... Wer ist er denn? Trevor? Look who just woke up. Come on, scream. There is nobody in this goddamn place who can help you. Not even your best friends. You want to know something about friends? They left me there. Everything collapsed. I was about to die. And after I woke up, I heard that voice. It is demanding a sacrifice. But you're not the one it's looking for. So do not interfere. Leave this place and never come back. What? Was war das denn jetzt gerade bitte? Oh, we got an axe. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir gut. Wir haben eine Axt gefunden. Die können wir mitnehmen. Geil. So, das ist Trevor und Sarah. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich einen Burger reinpfeifen. Aber warum steht denn da schon wieder 5-7? Also das ist ja irgendwie eine weitere Kombination. 5-7? Was? Echt? Ja, ich jetzt gerade ja nicht gesehen. Das Foto war jetzt hier ganz an der Ecke da, bei dem roten Ding. Ja, stimmt. Ach, und da ist die Box. Da steht die Box. Ach, bei dem Burgerladen, oder was? Ja. Ja, muss ja. Oh. Warte mal, aber 5-7? Weil 5-9-1 hatte ich vorhin gehabt. Wieso jetzt 5-7? Na, das sind die letzten Zahlen. Ach so. Okay. Na dann. Schreib mir auf. 5-7. Okay, was haben wir denn hier noch? Irgendwie hier vorne liegt noch die olle Figur. Creepy S-F-U-C-K. Und die können wir auch noch mitnehmen. Na, wunderbar. Was ist das? Medicine? Ja, genau. Ich mach mal Taschenlampe an. Galoppiert jetzt hier schon wieder gerade irgendwie so ein blöder Dreh hier irgendwie durchs Wohnzimmer unten? Möchte ich nicht. Möchte ich bitte nicht. Können wir denn jetzt irgendwas machen, wo wir den Schrank weggeschoben haben? Also hat das jetzt irgendeine Bedeutung? Nee. Ich würde ja gerne diese Truhe öffnen. Kannst du die mit der Axt kaputt schlagen? Oh. Nee.
Nee. Sieht nicht danach aus. Nee, nicht so wirklich. Nee. Oh Gott. Hacke ich das alle clean hier. Eine Rotzbude. So, vielleicht können wir uns die Uhr nochmal genauer angucken. Ja. Oh, so. Ich schwitze eine Hu, Alter, ey. Hau ab. Also, bin auch der Meinung, selbst wenn wir jetzt... Das ist toll. Einfach schön. So, nimm mal den Sack. Los, hoppi hopp. Nimmt er nicht. Oh, guck mal, eine Glocke. Die können wir auch noch mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Okay. Ich weiß jetzt nicht... Wie könnte uns die Glocke jetzt helfen? Ist die eventuell so, dass... Das kann man damit irgendwie im Wald sagen? Hallo? Vielleicht können wir damit irgendwas verscheuchen. Also... Ein Bär? Was nee, verscheuchen? Bär? Bär wahrscheinlich nicht. Ja. Der würde einfach hingehen und die Glocke... und dann frisst er uns. Naja, wir hätten jetzt ja noch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir gehen nochmal kurz zurück, um zu gucken, ob wir den Code irgendwo einsetzen können, hinten bei dem Burgerladen. Oder wir gehen weiter außenrum Richtung Greenwood. Also, bin ja mal erstmal kurz für Burgerladen, weil das ist weniger weg, als wenn wir jetzt diesen... Arschfuchs, Alter. Wirklich. Na gut, dann gehen wir erstmal zum Burgerladen und gucken, ob wir da eine Box finden, wo wir die 59157 eintragen können. Also vom Foto her war doch... War das hier irgendwo? Genau. Weil auf der Rückseite hatten wir es ja nicht, ne? Also auf der Rückseite, wo jetzt die ganzen... Nee, also man hat gesehen, dass die Seile nach oben gehen. Na, warte mal, guck einfach nochmal rein. Ja, siehst du, die Kabel gehen hoch und da ist auch der... Die haben... Ah, guck mal, das stand auf dem Auto drauf. Ah! Der Burger und so ist auf dem Spoiler drauf. Ah, damn, okay. Na gut, dann müssen wir nochmal dann doch die andere Richtung wieder zurück. So, okay, also wir laufen jetzt halt wirklich halt diesen kompletten Weg jetzt erstmal rum, ja? Ja. Also ich würde jetzt auch nochmal gucken wollen in den Watchtower. Ja. Aber wir werden nicht hier, also wir werden glücklich nicht rinkommen. Wie in die Bienen, wir kommen da nicht hoch. So, jetzt sind wir auf der Grasebene wieder, auf den Grasfeldern. So, da vorne ist der Watchtower. Genau, hol mal jetzt das Walkie-Talkie raus. Haben wir jetzt da irgendwelche Signale oder sonstiges, die jetzt kommen? Mr. Anderson. Mr. Anderson. Okay. What? Schreib ins Buch. Können wir unter dem Watchtower gucken, ob wir da noch was finden? Also wenn wir schon nicht hoch können? Okay, können wir probieren. Warte mal, kann es jetzt sein, dass die Bienen weg sind? Die Bienen? Nee, sind immer noch da. Hier. Okay. Ja. Können wir die Bienen weglocken mit der Glocke? Okay. Macht keinen Sinn, aber... Was stand da? Warum haben wir denn eine Glocke als Tattoo? Hat das irgendwas zu sagen, wenn wir... Ding, ding, ding. Bell of Discovery. Schau mal, wenn ich jetzt das nochmal drücke, steht ein Text da. Okay. Vorführeffekt. Nicht. Nicht. Okay, und die Bienen sind trotzdem noch da. Okay, ich sehe sie, ja. Na gut, dann müssen wir außen rumlaufen, weil ich würde schon eigentlich gerne wissen, was da oben im Watchtower ist. Oder so. LOL! Weggepockt, Alter. Ha, lass mich, schaut ab! Geh weg! Ich warte nicht! Mach auf! Lockt! So, warte mal, ich muss hier mal schnell die Bell. Ach, kann ich gar nicht mehr. Okay, vielleicht Medizinbottle oder. Wenn wir hier, bevor wir. Nein, wir brauchen einen Schlüssel. Okay, dann schnell wieder raus. So, Medizinbottle. Und bitte einmal usen.
Nein, er macht's nicht. Er macht es nicht. Du bist nochmal runter. Warte okay. Mal, sind sie weg. Oh, damn, Alter. Na, das war ja... Was für ein Schlüssel? Wo sollen wir jetzt den passenden Schlüssel dazu finden? Okay, reach any rock, Mist. Oh, hallo, Freunde. Oh, oh. Bolzenschneider. Kartoffel, schön. Vermessungsgerät, okay, krass. So, jetzt wissen wir auch... Oh, warte, hier. Diamonds are forever. Okay. Den nehmen wir natürlich mit. Nummer 3. Alles klar, vielen Dank. Tja, dann würde ich jetzt sagen, wir setzen unseren Weg nach da fort. In das Greenwood Camp, oder? Ja, macht ja Sinn. Haben wir denn schon mal erklärt, was wir machen, wenn... Jetzt kommt der dunkle Wald. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Was haben wir denn schon mal irgendwie ausmachen, was wir machen, wenn Wölfe kommen? Weil die werden sich vom Bärenspray, die werden sich sagen, das ist mir nur scheißegal. Wegrennen? Und jetzt wird's neblig. Ach du Schande. Brunnen. Ich höre schon wieder Bienen. Ja. Yeah. Frage ist wo. Aber mit dem Brunnen können wir nichts machen, ne? Auf jeden Fall nicht an der Innenseite. Was hier? Können wir jetzt da rein? Ja. Sehr gut. Alter. Das ist doch ein Quatsch. Echt jetzt. Du kannst das gar nicht anklicken, irgendwie. Okay. Wahrscheinlich musst du irgendwie das Seil runterlassen oder so, würde ich mal so tippen. Ja, aber wahrscheinlich musst du noch vorher irgendwas anhängen, irgendwie wie so eine Art Eimer oder sowas. Was ist denn das hier für ein kleiner Pilz? Den nehmen wir mit. Das ist eine astreine Marone. Doch erkannt. So, was ist denn denn... Achso, ja, wir wollen ja immer noch außen rum. So. Okay, also wir rennen jetzt hier durch den Darkwood, ja? Durch den Dark Forest. Ja, wir wollen wir wollen jetzt... Ist mir nicht wohl bei. Wir wollen jetzt zum Greenwood Camp. Folgen wir jetzt einfach hier den Fluss, war, oder? Jo. Jo. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Warte mal, ich guck mal kurz auf die Map. Mein Foto. Was? Oh, Wolf. Dann nimm eine Axt oder keine Ahnung oder Spray oder I don't know. Verpiss dich! Okay, wir konnten uns verteidigen. Und hier hat er schon das erste Reh gerissen. Na, ist ja toll. Ist ja toll. Please help. We are hiding. Something is to kill us. We are trapped here. Die sind, guck mal, wir sind am Camp angekommen. Lol. Jetzt schon? Okay, dann tue ich nicht genau. Eine Gurke! Die Gurkenlady war da. Schön. Oh, wunderbar. Ist ja toll. So, Vermessungsgeräte. Da rennt der Wolf da vorne, Alter. Hau bloß ab. Können wir den töten? Ich wüsste nicht wie. Mit der Axt oder was? Also, jetzt, wir haben. Draufhauen! Mach auf! Oh. Also, wir konnten uns jetzt gerade so halbwegs irgendwie verteidigen. Irgendwie. Das war jetzt. Nur mit dem Spray. Oh, warte mal, ist noch eine Kartoffel? 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 Lecker Kartoffel, Junge. So, jetzt wird alles wieder gut. Wir haben eine Gurke. Ja. Oh, er kommt. He's here. Denn. Stirb! Okay, also wir konnten uns verteidigen. Verpiss dich, hau ab, du. Stein schmeißen. Stein hinterher geschmissen. Okay, also er flieht relativ weit weg. Das ist schon mal ganz gut. Okay, also die Axt ist ein effektives Mittel gegen Wölfe. So, wir sind hier. Warte mal, hier gibt es aber noch einen Eingang, einen Höhleneingang. Genau, die North Cave. Und die ist doch mit irgendeiner Höhle verbunden.
Ja. Der Südhöhle, ne? Die waren beide verbunden, glaube ich, miteinander. Okay, denn. Aber das bringt uns ja nichts. Ja, wir haben nichts im Tauchen, ne? Also, vielleicht finden wir hier vorne was. Nochmal? Okay, klar. Let's check this out. Was ist denn da vorne? Stemmhammer? Europaletten, na klar. Everywhere. Oh, cool. Neues Bärenspray. Sehr schön. Und hier ist die rote Box. Benni, hier ist die rote Box. Was, wie, wo? Hallo, da? Guck mal da. So, Schraubenzieher. Wollen wir die mitnehmen? Und da ist es. So, sag mal an. 59157. Alter. Weil die Zahlen lagen ja nach da. Die waren ja noch eins nach links. Was? Wir haben quasi aus der Perspektive... nicht Ditte, sondern Ditte. Wir haben nicht... Es waren die anderen Zahlen. Ne? Wir müssen ja noch eins weiter nach rechts denken. Die lagen ja komplett schon am Schloss an. Aber es war die 6 und die 0. Und die 2 darunter. Ah, okay. So, F to interrupt. Und zu, was haben wir jetzt gefunden? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Wieder. Schlüssel. Zum Wachturm. Wir haben den Schlüssel zum Wachturm gefunden, Benni. Ah, okay. Oh, was noch? Ich möchte gerne extra meinen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht, weil er... Wieso? Achso, das ist wahrscheinlich jetzt die ganze Box, die er so als Examen nimmt, ne? Achso, okay. Aber wir könnten jetzt nicht zum Beispiel, wie auf dem Foto dargestellt, einfach die Puppe, die wir aufgenommen haben, da reinpacken. Ich würde sagen, wir probieren es mal, ne? Warte mal, machen wir das Strange Figurine. Use. Nee. Na schade. Das macht er nicht. Hätte das sein können. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zur Watchtower zurück, oder was? Wir müssen zum Watchtower zurück. Na, tolle Wurst. Ich hoffe, dass der... Wir werden hier nie rauskommen. Niemals kommen wir hier raus, Benni! Die Musik wird auch ein bisschen dramatischer. Ich bin gespannt, was wir... Also im Watchtower haben wir einiges gesehen, was wir ja mitnehmen können, hoffentlich. Ja. Ja, wie die Schrotflinte. Die Doppelläufe, die ist auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. So, der Watchtower, komm, jetzt. Warum sind denn hier immer noch Bienen, Alter? Die Bees! Ich hab doch Ast rein, halt doch das Ding weggepoppt, Junge. Und ja, wir haben ja den Schlüssel, da kommen wir ganz schnell rein. Hallo! Und ich mach mal gleich die Tür zu. Handgelenk brechend, Alter. So, schön. Einen alten Schuh, den wollte ich schon immer mal haben. Mm. Wo? Wer bist du denn? Okay. What was that? Am I losing my mind? Wir haben's. Wir haben's, Benni. Wir haben die Shotgun. Und ein Brötchen. Okay. Und einen Apfel. Und noch einen Apfel. Ich nehme alles mit. Sind wir irgendwie begrenzt vom Inventar? Ich glaube nicht. Geil. Ich nehme alles mit. Den Bolzenschneider auch einfach mit. Oh, hier. Die können wir mitnehmen. Ein Safe. Ein Safe. Save, Alter. Was haben wir denn? Ja, wir haben nicht mal ansatzweise eine Kombination, ne? Ja, aber the door ist doch jammed, also das ist doch offen. Ja, irgendwie komisch, ne? So, hier war nochmal Bärenspray. Warte mal, wir packen es mal zurück, weil wir sind... Nee, warte mal, wir sind nicht voll, ne? Wir brauchen noch welche. Wie haben wir denn überhaupt? Also hier haben wir erstmal 10 Schuss. Ja, und hier mit dem Bärenspray ist auch fast voll. Würde ich jetzt erstmal noch nicht mitnehmen. Können wir die Zeiger mitnehmen? Ja. Das ist doch Blödsinn. Nein. Okay, aber gut, nimm mal die Zeiger mit, um... Hallo? Das ist voll real, der Shit, Alter. Und können wir die Lampe, können wir die auch, weil die leuchtet so schön, die glänzt. The glow? Can we take it? Oha. Okay, wir können sie mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut oder schlecht ist für uns. Aber wir können die Zeiger jetzt beispielsweise an der Uhr wieder einfügen. Genau, richtig. Aber erstmal müssen wir gegen die Bees kämpfen. Verpissung! Oh, Verpissung! Ja, tatsächlich, hier ist viel Backtracking am Start irgendwie. Muss man mal sagen. Ja. Wald- und Wiesengerenne. So, und hier ist das Haus vom Nikolaus. Oh, Alter.
So, Chat, dann drückt uns mal die Daumen. Ah. Jetzt ist auch die große Frage, von wegen müssen wir eine gewisse Uhrzeit einstellen oder einfach nur setzen? Ich hab... Wir gucken mal. Was willst du denn jetzt? So ist gut. Okay, tschüss. Okay, also was können wir jetzt machen? Wir können damit interacten. Oh, fuck. Oh, no. Was für eine Zeit. Haben wir irgendwo schon mal eine Uhrzeit gefunden? Ja, jetzt nur in dem Watchtower, wie die Uhr gestellt war, aber... weiß ich, was das... welche Uhrzeit wir da hatten. Haben wir irgendwie in den Aufzeichnungen von den drei Campern irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Oder finden wir die noch woanders? Weil wir haben, ich guck gerade nämlich auf die Map hier, weil wir haben ja neben dem Watchtower. Ja. Haben wir ja irgendwie noch ein Riesengebäude. Also jetzt nicht in die Richtung, wo wir gegangen sind, mit dem Greenwood, sondern... Dahinter? Dahinter noch. Oh. Ach so, echt? Ansonsten würde ich jetzt auch bloß mal probieren, da zu diesem größeren Haus, was du jetzt meintest, zu kommen. Ja, soll, also es sieht auf der Karte sieht es aus wie ein Riesenkomplex. Das ist größer anscheinend als hier... sag schon. Der Burgerladen. Okay. Probieren wir mal hinzukommen. Also quasi links dran vorbei in die Richtung. Also da, wo dieses riesengroße, wo das Siren Head hingegangen ist, ja? Im Prinzip ja. Schön. Schön. Weil hier hinter müsste noch ein riesengroßes Haus sein. Sieht doch überhaupt nicht unheimlich aus hier, die Ecke. Es ist doch nur ein Reh. Oh! Okay, was? Das ist nicht nur ein Reh. Alter! Müssen wir ihm hinterher? This is not happening. Was hat er hier fallen lassen? Achso, noch so ein halbtoter Reh. Okay, schön. Hat er sich schmecken lassen. Schön. Kleine Blutbad. Wunderbar. Ich geh doch nicht hinterher. Ich bin doch nicht doof. Okay, aber ich habe gesehen, da links war das Gebäude, was ich gesehen habe. Oh Mann. Okay. Ist ein bisschen doch sehr groß. Also. Ja. Vor allem, nicht, dass hier irgendwie jemand ist schon. Die Fabrik, das ist die verlassene Fabrik. Oh nein. Ja, Stevie, du, ist gleich 21.30 Uhr, ich bin gleich raus, ne? Tschüss. Ha! Forget it, Alter. Okay, aber ich glaube, hier kommen wir gar nicht rein. Warte mal. Select the key. Guck mal, du kannst... Nein, wir kommen so ja rein. Scheiße. Ey, wir konnten... Wir hätten... wir können das andere Ding auch aufmachen am Camp. Welches? Was waren da? Wir hatten eine Tür, wo du gesagt hast, wir brauchen einen Key, wo auch so ein Schloss dran war. Genau so eine Kette wie hier. Doch, am Fluss. Das Ding am Fluss, genau. Die, bei der Südhöhle? Nee. Das, wo wir das allererste beim Camp waren, wo wir die, Wolf. Du brauchst eine Schrotflinte. Okay. Kann man machen. Wie hieß denn das? Warte mal, ich guck mal ganz kurz mal auf der Map, weil der Ort war ja hier. Das, was so in diesem Tal war, wo wir oben waren. Steht mal, da steht noch einer. Okay. Dann können wir einfach nehmen, so einen Karton, aber ich glaube, das ist halt auch nur. So, das hat ordentlich Power gerade gekostet. Da kommt noch einer, Alter, da kommt noch einer! Scheiße! Okay. Game over. Load game. Ich hoffe, wir haben einen guten Save Point. Ja, okay, alles klar. Oh, jetzt sieht mir gerade ein bisschen der Stifter.
Bei Silent Lake, wo wir ganz am Anfang waren. Da gab es noch so ein. Da gab es noch so ein. Eine Tür mit so einem Schloss. Okay. Eine Sirene ging an. Vielleicht sollten wir doch noch nicht hier sein. Ich weiß es nicht. Ja gut. Das war nicht so gut. Mist. Mist. Jetzt ist die Frage, macht das überhaupt Sinn, dieser ganze Klabatsch hier irgendwie? Ich weiß nicht, ob das irgendwie was für den Progress überhaupt zu tun hat. Oder ob das einfach nur optional ist oder so. Haben wir ansonsten noch irgendeine andere Option? Ja, wir haben noch das eine Tor, weil wir den Boltcutter haben, hätten wir noch die Option zurückzulaufen zu diesem Silent Lake, um die Tür aufzumachen. Mach ich das jetzt mal. Oh, bitte, Benny, lass irgendwas Cooles drin sein. Ich weiß es nicht. I hope so. Es ist... Was hat denn? Eine Angel? Was sollen wir denn jetzt mit einer Angel machen, Mann? Können wir uns jetzt an den Steg stellen und fischen? Was gar keinen Sinn macht, aber okay. Er hat ja nicht gesagt, dass... Achso, nee, warte mal. Er hat gesagt, dass die Kamera ihnen ins Wasser gefallen ist. Ja, aber die Kamera haben wir ja schon lange... Ja. Können wir, warte mal, können wir mit, mit der Kamera zum, nicht mit der Kamera, mit der Angel zum Brunnen, wo die große Figur steht und der Bienennest. Ja. Aber wir konnten da nichts interagieren, wir konnten damit nicht interagieren, man konnte bloß examinen. Kannst du nicht die Angel jetzt quasi auspacken? Quippen? Fishing Rod. Use. Ja, wir müssen wahrscheinlich richtig stehen, irgendwie. Okay, wo war denn das jetzt wieder? Das war jetzt am Turm vorbei. Das war am Dark Forest, wa? Im Dark Forest Richtung Greenwood Schieß mich tot Camp. So, ab in den Dark Forest. Und hier vorne müsste ja das Ding stehen. Genau da. Oh, bitte. Aber es wird auf jeden Fall dunkler. Das war vorhin alles heller hier an der Ecke. Journal updated. What? Nein, er macht's nicht, Alter. Er macht es nicht. Jetzt guck mal kurz ins Journal. Verdammt. Well in the forest. I found a well in the middle in the forest. Of the forest. Above, it was a huge... wooden figure. It represents the big screamer, as they call it. It's from local legend based on paintings in caves. Verdammte Axt, Alter. Das hätte doch aber Sinn gemacht. Aber wenn du jetzt die Angel ausstattest oder auswählst mit G, also used. Fishrod, G. Er macht's nicht. Er macht's nicht. Schade, war ein schöner Gedanke, muss ich sagen. Aber. Was sollen wir denn hier bitte machen? Schmeißen wir. Nein, warte mal, sollen wir hier vielleicht die Lampe runterlassen? Ja, aber wir haben doch die. Wo ist denn die Lampe? Na, ich hoffe natürlich bloß, dass er am Watchtower hier respawned ist. Boah, na, dann geh nochmal zum Watchtower. Aber was soll uns das denn wieder rumbringen? Dann ist unten der Brunnen beleuchtet. Hä? Ich angel hier auch nur, angel mich nur an Strohhalme jetzt hier gerade lang, Benny. Ich weiß tatsächlich auch nicht. Die einzige Alternative, die ich jetzt halt sehe, ist tatsächlich, dass wir in die alte Factory gehen. Und da kriegen wir den Arsch voll. Oh. Dass hier jetzt hier nur respawned ist? Ne, ich hoffe. Ansonsten.
Bienen. Was wären die Bees? Bienen! Alter, die sind wirklich aggressiv. Very aggressive. Und sie ist nicht da. Ich bin planlos gerade. Also in der Factory wird es wahrscheinlich weitergehen, aber... Das ist Pain. So, guck mal kurz hier die Ecke nochmal an. Das wird jetzt... Das wird ein Spaß, ey. Wir kommen ja auch nicht an dem Vieh vorbei. Oh, sind alle wieder da, Alter. Alle wieder da. Na, wir sind ja eh gestorben, dann sind die ja eh respawned, oder nicht? Naja, die Frage ist, was ich jetzt halt nicht haben will, ist, dass wir die Angel alle Furznase nochmal holen müssen. Ach so, ja, das stimmt. Geil. Kommt. Kannst du... Achso, weiß ich nicht. Wirst du von den Wölfen, wenn du da hochjumpst, erwischt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, der war da nicht. Fuck. Schade. So, ey, bitte hab jetzt die Angel im Inventar. Bitte. Bitte. Das wäre, wär dankbar. Ja. Was denn? Ich sag mal, so viel so gegen 22 Uhr müsste ich langsam aufhören. Was denn das für eine, für ein Shit? Au! Au! Ist der Sommer! Ey! Hol den Baller mal raus. Ich zieh jetzt durch hier. Sehr gut. Auch sehr gut. Das ist die Frage, ist der geil auf uns? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, er kommt ja da nicht durch anscheinend. Nee. Aber wir müssen wahrscheinlich genau dahin, wo er steht, da müssen wir hin. Meinst du? Oh, scheiße. Ja, ja. Weil da ist auf der Map, auf dieser Karte, die wir vorhin gesehen hatten, aber wir brauchen dafür vorher das Werkzeug. Also das heißt, du musst erstmal das Werkzeug holen. Nicht das, sondern das andere. Ich gehe davon aus, wir müssen das Werkzeug dann irgendwie nutzen, weil wir irgendwo hin müssen. Hat er mich jetzt gesehen? Also ja, er hat mich gesehen, aber kommt er jetzt hierher? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. That is not so good. Nein, und das Werkzeug ist immer woanders. Die haben das doch so... Oh nein! Hä, wieso? War das Werkzeug nicht hier? Naja doch, aber die haben doch gesagt, das ist alles doch, das war alles so random. Kannst du da irgendwie... Nee, doch nicht. Das müsste hier sein. Das müsste da vorne auf dem Tisch liegen, oder nicht? Ach da, okay. Okay. Take. Check. Hammer. So, jetzt, pass mal auf, wir versuchen uns jetzt mal sneaky zu machen. Du gehst jetzt, geh mal kurz nach links weiter. Ich bin ja schon mal froh, dass wir jetzt keine Taschenlampe anhaben. Und warte mal kurz da. Achso, nee, da nicht. Sondern wo? Wie? Weißt du? Nee, warte, da wo die Züge sind, stell dich mal hinter dem Zug, da wo er dich eh nicht sieht. Warte mal. Also,
So, du siehst, da rechts ist doch ein Rohr. Renn mal dahin und versteck dich in dem Rohr. Okay. Schauen wir jetzt. Einfach als Zwischenpoint, ja, so ja, nach dem Motto. Okay. Die Frage, warte ich besser, bis ganz hinten läuft, oder? Oh, das musst du gucken, wie du es machst. Und da kommt er. Da ist er. Ich glaube, dass er dich hier drinnen nämlich nicht greifen kann. Und wir müssen nämlich dann, wenn er sich wieder beruhigt hat, müssen wir quasi rechts an dem Gebäude vorbei. An dem Gebäude vorne, also hier vorbei, nee, oder hier rein? Nee, da rein in die Ecke, zwischen den beiden Gebäuden. Oh, also nicht da, wo er steht, sondern davor. Vorher noch, okay. Genau. Schau, das wäre ein schöner Spot jetzt. Okay, I'll do it. So, hier rechts rein, da unten durch. So, und jetzt noch weiter nach links, rechts, jetzt hier rechts rein. Hier? Und hier muss irgendwas, genau, ja, du warst schon richtig, genau, da jetzt irgendwie gerade zu und da muss irgendwo was, okay, da geht's runter, okay, das wusste ich jetzt nicht, aber, hier muss irgendwo ein Elektrik-Dingens-Scheiß sein. Ach, glaub mal kurz. Doch, wir brauchen aber hier eine Taschenlampe. Oh Gott, Alter, ist das hier ein Krimi, ey. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt hier so abgeht. Nee, nochmal. So, grab it. Und hier müssen wir, glaube ich, irgendwas anmachen. Ey, hier ist mir nicht wohl. Sag mal, wie das ist, wa? Oh, nein. Wo kommen wir denn hier hin? Warte mal. Hier brauchen wir die Rohre. Nee, warte mal. Kannst du hier die... Den da nehmen? Okay. Passage is clear. Bitte sei nicht verschlossen. Cool. Und hier haben wir das nächste Werkzeug. Was ist das denn? Ach, Schraubzwinge. Ja, die können wir aber auch nur drückpacken. Spannzwinge. Put it back. Okay. Oh, Taschenrechner? Ja, können wir nochmal schnell. ein bisschen Mathematik, ja. Okay, put the main breakers down. All the critical systems are still online. Hall B has new equipment, so if you want to turn the electricity back on, you will need to find the right switching order. If the power... Bitte ja nochmal die Taschenlampe, dankeschön. If the power draw jumps too high, the breakers will trip. Therefore, you will be need to switch this breaker before some of the breakers that have already been switched on. I'm sure you will figure that out really soon. All other systems should start automatically. Also check if everything works from the control room. Good luck. Wir sind ja in dem Control Room. Ja, aber wir haben... Das heißt, wir müssten hier jetzt irgendwas finden, wo wir eine Sicherung anmachen? Wow, ich sehe nichts. Okay, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Super. Okay. Ah, warte mal, Kerzer darf nicht höher kommen. Ja, dann fangen wir aber andersrum an. Oder? Warte, okay, probier ruhig. Nee. 500 sind alles. 500 Volt, okay. Ja, aber wenn du. Nimm mal die letzte. Okay, nimm mal die vorletzte. Ah, okay, das ist auch gut. So, und jetzt wollte ich die letzte machen, dann sind sie beide auf 100 gesprungen, sind aber wieder ausgegangen. Warum? Ich krieg einen Anfall hier. Was für ein Quatsch ist das denn, Alter? Das heißt, das Ding ist im Arsch, oder was? Oh, warte mal, wir haben noch jetzt die Saft. Hey, wir haben Saft. Lol. Okay, cool, alles klar. Ich hab nicht gerafft.
Okay, und nu? Achso, jetzt können wir doch, glaube ich, bestimmt den Zug bewegen, oder nicht? Oh Gott, meinst du jetzt wirklich? Ach du Scheiße. Wir haben es jetzt noch nicht weiter geschafft. Also, das ist, Nee, warte mal, ich muss jetzt auf die Map gucken. Stimmt, warte mal. Der hat doch hier dann mir noch was angezeigt, wo ich denn hin muss. Wait. Guck mal ganz kurz, wo er ist. LOL! Okay, wir haben jetzt das angemacht, richtig? Ja. Wir müssen da... Oh Gott, wie erkläre ich es jetzt? Also wir müssen auf jeden Fall wieder... Da gibt es ein Häuschen bei dem Zug, da müssen wir rein. Da zeigt hier nämlich ein roter Pfeil rauf. Nachdem wir das da angemacht haben, müssen wir da ran. Geh mal kurz nach vorne, damit ich gucken kann, wo das Häuschen ist, was ich meine. Schau mal jetzt kurz, wo er ist, irgendwie. Im Zweifelsfall schleichen. Ich schleiche schon. Achso, okay. Ist er weg jetzt? Und ich glaube genau, das Häuschen da, das rechts, da, hinter dem Gelben, da ist das? So eine Tür, da müssen wir hin, weil da zeigt der rote Pfeil hin, da müssen wir irgendwas aktivieren, nachdem wir Strom angemacht haben. Also zumindest. Und zu das Ding. Ach, zu das Ding. Okay. Und hier müssen wir jetzt irgendwas aktivieren, damit vorne die Tore aufgehen. I'd better not touch that. Was? Ich hab's einmal berührt. I'd better not touch that. Das will er nicht anfassen. Okay. Dann nehmen wir erstmal nur eine Kartoffel. Ohne Kartoffel geht's nicht. So, kann ich hier noch was? Nee, ich kann nichts machen. Weil du hast ja jetzt einmal schon drauf gedrückt. Ja, guck mal kurz raus, ob das Tor auf ist. Blöd gesprochen. Auch wenn du keine Response bekommen hast. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir mit dem Zug jetzt raus oder müssen wir einfach nur dem Weg da weiter folgen? Weil mit dem Zug konnten wir nicht wirklich interagieren. Vor allen Dingen ist da vorne ein Lastending. Das heißt, mit dem Zug können wir nichts machen. Mit dem anderen werden wir nichts machen können. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach nur da hinten raus. Rauslaufen? Ich schätze, ja. Warte mal, ich gucke mir die andere Map mal an, weil kommen wir von hier aus... Können wir den Zug eventuell benutzen? Pass auf, über die Schienen kommen wir eventuell, zu dem Camp, ne? Oder was? Da oben. Ja, und... Trollen hier nicht, Alter. Aber wir müssen hier durch, glaube ich. Jetzt ist die Frage, was finden wir jetzt hier in dem Tunnel? Nein. Oh, holy moly, Alter. Warum ist das so groß? Road close. Aber ich glaube, dann kommen wir, wenn wir hier durchgehen. Kommen wir denn auf die Seilbahn, Zeus? Eigentlich müssten wir, weil das eins hier irgendwie Hust und Samstag. Okay, gut. Hier, also wir können hier nicht durch. Oh, warte mal, Schrotpatron hier oben. Nice, Pickup-Ammo. Wunderbar. Können wir das noch nehmen? Okay, wir können jetzt Starkstromkabel nehmen. Und was habe ich? Ein Diamant. Sehr schön. Wofür? Naja, das Starkstromkabel werden wir wahrscheinlich hier jetzt ja nicht benutzen können, sondern erst später. Vielleicht hier im Stollen. Oh Gott, Alter. Der Frill ist da. Oh Mann. Das heißt, genau, okay.
Ey, bitte lass jetzt hier nicht irgendeine Scheiße, ein Bär irgendwie, der sagt, hey, hallo, hier will ich Winterschlaf machen, das ist aufs Maul. Also, das muss jetzt nicht sein noch. Wirklich ist alles. Ah, schön. Weiß ich nicht. Wie geht's denn da hin? Ach, okay, ist eine Treppe. Ich dachte, jetzt geht's da irgendwo wieder raus. Es ist eine gigantische Höhle, Alter. Wir sind noch nicht raus. Wir sind so. Okay. Okay, Bär. Also, du, ne? Viel Spaß. Scheiße. Ja, was ist jetzt effektiver? Die Flinte oder das Bärenspray? Um ihn abzuwehren. Na, ich glaube die Flinte. Weil mit dem Spray verjagst du ihn ja nur. Mit der Flinte tötest du ihn ja wenigstens. Naja, die Frage ist, töte ich ihn denn wirklich so schnell? So ist auch die Frage. Kann ich jetzt da lang oder muss ich hier bei ihm vorbei? Ja, das kann ich nicht, das weiß ich nicht. Fuck. Ich weiß nicht, ob wir da oben hin müssen oder nicht. Ja, da geht's auf jeden Fall hoch. Ich denke, wir müssen da lang. Okay. Wobei natürlich hier schon hinten in der Ecke irgendwas sein könnte irgendwie. Okay, er kommt auf dich zu. Okay, alles klar. Es war jetzt doch nicht. Sorry, Yogi. Scheiße. Okay. Also heißt denn ab nach oben. Ja, nochmal, ich würde kurz. Ah, ich sehe doch hier einen Diamanten. Bitte dich. 5 von 20, Alter. Das ist einfach mal nichts. Ich würde sehr gerne hier hinten nochmal kurz gucken, weil das sind so halt Sachen, wo man halt gerne irgendwas versteckt, wo man sagt so, ja, oh, na guck mal, hier liegt doch die Notiz. Hier liegt doch die Kombination für den Safe. 20.000 Diamanten, die du noch suchen musst und finden. Naja. Gut, tatsächlich sind mir die Diamanten, ehrlich gesagt, so ein bisschen egal irgendwie. Also ich lege jetzt hier keinen Wert auf die Collectibles. So, also wenn man es findet, findet man es, aber ich drehe jetzt hier nicht jeden Stein einzeln um irgendwie. Das bin ich Zeit und eure Zeit auch zu schade für. So, okay, gut. Aber ich bin ja schon mal froh, dass die Flinte effektiv gegen Bären ist. Hätte ja auch sein können, dass die schwach ist irgendwie, dass du halt da 4-5 Dinger rinpumpen musst in denen. Was, hast du die denn schon nachgeladen? Ja, ja. Okay. Also ich freue mich schon auf das Editing von diesem Video, weil es wird sehr viel weggeschnitten. Ja, definitiv. Es wird so ein klassisches 10-Minuten-Video. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Es ist Nacht. Ja, klar. Es ist Nacht geworden, Alter. Wir sind bei der Greenstone Cave. Hier vorne haben wir quasi ein Lager. Okay. Oh, scheiße. Jetzt ist es doch noch Nacht, Alter. Es ist Nacht geworden, Benny. Wo ist... Ach, schön. Der Whispering Wood. Shit. Ey, wenn wir jetzt da wieder bei dem Siren Head landen, dann gehe ich jetzt hier raus. Ich auch. Ich auch. Nee, wir sind hier am Ausgang. Ja, Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Das Greenwood Camp. Oh Gott, was sollen wir denn tun? Guck mal, da oben geht's ja noch weiter. Ja, ja. Ey, ich muss sagen, ich habe mich selten in einem Spiel so dermaßen planlos gefühlt wie hier. So, er ist hier vorne. Oder ist das? Seht doch nicht, das ist ein Baum. Ja, ist ein Baum. Na, wollen wir in die Stadt? Also gucken, ob wir da hinkommen. Oh, da ist er. Da war er gerade. Ja, aber er ist ja. Er steht oder? Da. Scheiße. Hau ab. Mann, spring doch hoch. Geh doch hoch, Alter. Okay, hinter so einem kleinen Verschlag sind wir nicht sicher. So, nächstes Mal renne ich hinter diese blöde Hütte da.
What? Sag mal, ich bin ja bescheuert. Kann ich ihn mit Stein ablenken? Ich hätte überlegt, ob du mit einer Glocke. Aber. Oh, warte mal, jetzt ist er direkt hin. So, genau. So. Nein, ich kann jetzt hier nicht hin. Ich kann hier nicht hin. Ich krieg eine Macke. Ja, kannst du zwischen den Häusern einfach denn so hoch? Ich weiß nicht, ob er mich jetzt hier sieht. Ich probier's einfach. YOLO. Ah! Okay, also. Klinik. Waren wir denn, Klinik. Warst du hier schon mal? Nee, noch nie. Oh. Progress! Progress, yeah! Kann ich hier rein? Ich bin hier rein. Lass mich hier rein. Oh, thank God you're here. Did you see that thing? Sarah broke her leg, so we can't run away from it. We hide here, but I don't think it will simply let us go. It's chasing us the whole time. What? Sam, ist eine Schrägheit unser Bruder? I saw it several times down in the valley. That's not possible. It's been here all along. Ey, jetzt sag nicht, dass wir die noch nach Hause bringen sollen. This bottle. I don't know what's going on. But maybe Frank drugged all of us. Hey, she is here. Oh, bring her that to little me. Piece of shit. I've done what you asked. Ist doch nicht sein Ernst, Alter. Was macht er denn? Ja, er lockt es an. I was looking for her all that time and you nimm doch bitte deine Schrotflinte und einfach ins Gesicht. Do you recognize this bottle? You poisoned us. Mit einem alten Apfel werde ich ihn töten. It told me to. Oder einem Fliegenpilz oder so. Fliegenpilz ist geil. It needs a sacrifice. It will come and save us. It won't come. You are sick. It's just a hallucination. No, you are wrong. It speaks to me. Als ob er jetzt uns in Ruhe lässt und nur ihn nimmt. Oh shit! Run! Thank you for playing, Alter! Oh. Ich hab das schon nicht mal dran geglaubt, Alter. Alter! Oh, war das ein Ritt, ey. War das ein Ritt? Das war ja fast schlimmer als Dark Souls spielen. Holy moly, ey. Oh. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Namaste für alle eure Hilfe, irgendwie. Mutti, ganz groß. Du ganz vorne. Melli. Schön. Mutti, du auch. Aber Melli, vielen, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, das war Siren Head Resurrection. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen in nördlicher Richtung da. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen. Irgendwie helft unserem Kanal so ein bisschen zu wachsen. Da wären wir sehr dankbar für. Und wenn du keine neuen Projekte von uns verpassen willst, aktiviere doch die Sirene. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.